Hallo Leute, herzlich willkommen zu GBB Spieltag Nr. 6, 7. Ich glaube, es ist sogar schon 7. 7 würde auch Sinn ergeben. Gegen den guten Belex und seinem Team, den... Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, weil ich professionell wie ich bin, das Team von ihm gerade wieder geschlossen habe. Next Level 2, Liz. Bestehend aus Mew, Garados, Galakurason, Celeste, Bishop, Aquana, fucking Lauchzelot, Elisard, Barshoff, Lubella und Silverly Ground. Ja, ich habe absolut keinen Switch in das Lauchzelot. Das wird ein riesengroßes Problem. Allgemein ist das Matchup nicht so rosig, weil er mit Mew einfach Hazards ohne Ende rausdonnern kann. Celeste ist ein actually wirklich, wirklich nerviges Mon gegen vieles in meinem Team. Bishop könnte potenziell auch ein bisschen auf die Hucke hauen. Also seine Offensive ist wirklich gut gegen meine Defensive, meiner Meinung nach. Gleichzeitig seine Defensive auch relativ gut gegen meine Offensive. Also Durant macht nicht wirklich was. Bravery macht auch nicht wirklich viel. Also gerade Fist of Mew und Fist of Corsola tanken beides relativ gut. Also es geht jetzt eher um Corsola wegen Durant und so. Da können halt ziemlich nervige Sachen passieren. Klar, sowas wie Sub ist immer eine Möglichkeit. Aber ne, wenn wir dann wieder missen, ist alles einfach unglaublich nervig. Der hat halt viele Mons, die einfach meine Outspeed, sowas wie Elisard ist schneller, sowas wie Celeste ist schneller. Also könnte das durchaus nervig werden. Wir gehen hier relativ defensiv auch ran. Wie gesagt, weil meine Offensive nicht so nice ist. Galabra ist auch nicht so mega knorke, einfach weil der Aquana den fast schon viel zu gut wollt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es nicht ein Fehler ist, Galabra hier nicht mitzunehmen, aber ich habe es tatsächlich nicht dabei. Ich habe dafür heute Choice Bags Komoro dabei, in denen er tatsächlich absolut keinen Switchen hat. Also der two-shottet eigentlich alles, was jetzt nicht gerade Bishop ist, den er nicht so einfach da reinwirft. Wir haben tatsächlich auch noch unseren Omni-Boost dabei, auch wenn wir Specs sind. Einfach für den Fall, er hat halt zwei Knock-Off-User, einmal Lauchzelot, der sehr valide ist, zum anderen Celeste, nicht Celeste, Bishop. Auch Celeste und Mew könnten Knockoff haben, aber auf denen ist es halt nicht so wahrscheinlich. Aber der breakt echt gut. Dann haben wir Alien X, somit das einzige Mon, das irgendwie in dieses scheiß Lauchzelot reinkommt, weil er kann wirklich gut Band Lauchzelot spielen und es ist ein Riesenproblem. Der kommt dagegen noch ganz gut rein. Der drückt auch dafür echt gut Damage, also das kann man nicht verneinen, von Megalon gesehen. Bin noch am überlegen, ob ich... Ne, T-Bolt brauchen wir auf jeden Fall. Rumpelstilzchen ist actually sehr nice, weil er speziell vor allem seine Defensive wirklich gut in Form von Corazon und Mew auseinander nimmt. Vaporeon mehr oder weniger dadurch, dass wir den taunten können. Vaporeon müssen wir schauen, dass wir den mit Toxic vor allem runterspielen, weil er wahrscheinlich Haze, Wish Protects Gold sein wird. Dann haben wir hier Pharaoh mit Seeds, Protect, Power Whip und Stealth Rocks. Ich denke, der erklärt sich von selber, da müssen wir nicht groß irgendwas erklären. Der tankt auch von Haus aus Elisard ganz gut. Der muss halt Bishop checken, weil sonst Bishop auch zu einem Problem werden könnte. Gastrodon physisch defensiv ebenfalls eigentlich für dieselben Kandidaten dabei. Und Kuschelwuschel und Gastrodon sind noch da. Sollte er tatsächlich sich dazu entscheiden, sein Garados mitzunehmen, wo ich ihn gar nicht so dringend sehe. Und dann haben wir noch zum Schluss unser Rotom mit Defog, weil der kann uns halt mit Hazards zuschütten und hat in Form von Bishop halt eine wirklich, wirklich gute Antwort dagegen. Also das wird kein einfacher Kampf. Also ich würde vom Matchup fast sagen, das könnte durchaus schwierig sein. Er hat Sirfetch'd auf jeden Fall dabei. Er hat kein Galakurason dabei. Und er hat kein Elisard dabei. Das finde ich auch schon mal ganz gut. Er hat durchaus Defensive mit. Mit Garados habe ich, wie gesagt, nicht 100% gerechnet. Ist aber fein, dass der da ist. Bin am überlegen, ob Rumpelstilzchen einfach mein Lead ist, weil ich bei ihm so Silvelli und Mew ziemlich stark sehe. Lauchzelot ist halt einfach ein Riesenproblem. Deshalb ist auch zum Beispiel Protect auf Gastrodon Easter, damit wir einfach wissen, was er drückt und wir auch ein bisschen Toxic stallen können. Ich bin gerade echt am überlegen, ob Samba der beste Lead wäre. Aber er hat halt Silvelli und Mew, die beide nervig sind. Aber Specs würden wir richtig guten Damage machen. Ich glaube, Rumpelstilzchen ist... der beste Lead, würde ich fast sagen. Ich meine, er könnte mit Celeste leaden wegen Kuschelwuschel, das wäre auch eine Möglichkeit. Wir könnten halt auch mit Rotom leaden. Will ich mit Rotom leaden? Oder möchte ich vielleicht trotzdem mit Samba leaden? Weil der würde einiges gleich mal umboxen, so mehr oder minder. Ha, das ist schwierig. Das ist actually
Wirklich schwierig. Ich denke, ich will mit Rotom. Aber Mew und Savelli steht halt ganz gut da. Und nervt um Mew nervt. Er hat auf jeden Fall kein Bischof dabei, das finde ich nice. Ich denke, Rumpelstilzchen ist am besten. Einfach wegen Taunt auf Mew. Das Problem ist halt, sobald er einfach dieses nervige Celeze als Lead positioniert, ist das schon wieder schlecht für mich. Deshalb wäre Alien X auch eine Überlegung wert. Oder halt Samba. Samba wäre optimal, wenn er mit Celeze leaden würde. Mew wäre ein Ticken nervig, aber ich glaube, der drückt keinen Psychic Move gegen Celeze. Und dann könnten wir eigentlich schon fast einen Kill in der ersten Runde holen. Ich möchte kurz was kalken, und zwar Kommo. Kommo. Unser Kommo. Gegen. Oh, das ist noch das falsche Kommo. Das war das, was am Anfang drin war. Choice Specs. Das war nämlich anfangs meine Überlegung, ob ich den so spiele. Gegen defensives Mew. Macht eine Psychic. Also wir gehen mal davon aus, dass er jetzt nicht wirklich offensiv agiert. Kann er machen, ist auch eine Gefahr. Clanging Scales würde aber two-shotten, wenn das Bedeff ist, nicht. Dann möchte ich doch lieber mit Rumpelstilzchen leben. Okay, dann damit haben wir alles richtig gemacht. Wir gehen einfach auf Taunt. Da sehe ich jetzt noch gar nichts. Mew ist halt ein extrem nerviges Pokémon, weil ich nicht weiß, was er hat. So oder so ist, denke ich, auf jeden Fall hier Taunt der Play. Taunt ist auch ziemlich nice. Und dann kann er erstmal nicht so viel machen. Also zumindest kein Setup, keine Hazards rauswerfen. Und das ist etwas, was ich ja schon mal befürworte. Gyarados kommt rein, hat Moxie und kriegt schon mal keinen Boost. So, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht wirklich Fireblast im Set hat. Er kann jetzt auf jeden Fall kein Setup betreiben. Er wird auch keine Flugattacke oder so drücken, deshalb überlege ich, ob wir Kommo in Gyarados reinwerfen. Aber den nehmen wir halt auch nicht raus. Zumindest zum momentanen Zeitpunkt. Ich bin am über. Aber Kuschelwuschel ist so obvious. Ob ich jetzt einfach auf Dark Pulse gehe, ein bisschen Damage mache oder in den Rotodex gehe. Verliere ich wirklich was mit Rotodex? Eigentlich ja nicht. Aber ich hätte ihn trotzdem gerne hier, mein Rotodex. Schwierig. Weil den brauchen wir vielleicht noch zum Defoggen. Ich denke aber, wir gehen in den Rotodex, weil er wird hier nicht crunchen. Er geht auf den EQ, das heißt, das ist der perfekte Spielzug für uns. Und wir willowen jetzt. Damit haben wir gar kein Drawback. Also wenn das Savelle gewillowt ist, nehme ich das auch gerne mit. Ja, dann haben wir das gewillowt, wunderbar. Was macht Savelle mir jetzt potenziell? Eigentlich nicht viel, deshalb gehe ich jetzt auf Hex. Also er könnte mich toxen. Er wird als Set haben Flammenwurf, Grassplash, Ice Beam könnte das Set sein und Defog oder irgendwie Momentum. Ich glaube nicht, dass er irgendwas hat. Ice Beam, ja. Okay, das macht halt ein bisschen Damage. Wir kriegen nochmal 40 mit dem. Wenn er jetzt nochmal Ice Beam drückt, würden wir noch nicht in unsere Bären-Range kommen. Aber dann wäre der schon mal weg. Und das ist wahrscheinlich sein Defogger. Wen könnte er dann danach reinbringen? Er könnte Verschiedenes reinbringen. Ich denke, wir drücken nochmal Hex. Okay, er geht auf Parting Shot, dann wissen wir jetzt auch, dass er das hat. Das sollte noch okay sein. Weil auf allem nehme ich tatsächlich den Chip mit. Auf allem sieht der Chip wirklich, wirklich gut aus. Wir haben auch schon EQ auf Gyarados gesehen. Das finde ich auch gut. Ist gleich mal ein Move weniger. Ich denke nicht, dass er Fire Blast hat. Oder vielleicht hat er es noch nicht revealed, aber ich denke, das ist fein. Den nehme ich gerne mit. 20%. Der muss eigentlich gescarft sein. Der muss gescarft sein. Ansonsten würde das doch keinen Sinn ergeben. Oder er blufft. Aber Surfetch gegen Rotom. Wenn er gescarft ist, mit Scarf Knockoff, würde er 80 bis 95 machen. Das heißt zu viel. Wenn er das nicht. Aber er muss ja eigentlich fast gescarft sein. Und eigentlich ist jetzt immer Knockoff sein Play. Ich möchte aber Kuschelwuschels Item noch nicht verlieren. Ich möchte auch Rotom noch nicht. Ich möchte eigentlich bei niemandem irgendwas verlieren. Aber wenn er gescarft ist, wäre jetzt die Möglichkeit, einen Omniboost zu bekommen und dann schon mal Fat Damage zu drücken. Weil er hat dann nicht mehr wirklich was, was richtig gut dasteht. Vaporeon ist halt noch da.
Er könnte CC'en, aber eigentlich sehe ich ihn auf Knockoff. Deshalb bin ich am Überlegen, ob Samba hier nicht der Play ist. Und dann auf den Omni-Boost gehen. Ich möchte das probieren. Er geht tatsächlich auf CC, aber das ist Scarf Damage. Das ist eindeutig Scarf Damage. Schade, dass dann nicht der Knockoff kam, denn das war halt jetzt der Play, aber kann ich nichts machen. 57 bis 68 und er hat 66 gemacht, der ist gescarft, okay. Wir gehen Behemian. Geht nochmal auf CC. Er könnte auch den Scarf bluffen, aber wir haben ja die Dings, die Cobra Berry. Also passt das. Er wird jetzt wahrscheinlich wieder Mew gehen. Heißt, ich bin am Überlegen, ob ich jetzt einfach hier einen Calm Mind aufsetze und dann mit T-Bolt agiere. Könnte man machen. Man könnte auch einfach erstmal Psychicken, weil Mew muss die Angst haben, Shadow Ball zu fressen. Ich glaube, er wirft sogar seinen Savelli ab. Ne, er geht in Mew. Okay, wir machen 16%. Das ist fast gar nichts. Also das ist wirklich echt wenig. Wir brauchen auf jeden Fall auch früh Hazards. Ich denke, wir gehen einfach in Rumpelstilzchen, Grimmsnarl. Er geht auf den Shadow Ball, okay. Der wäre gegen Rotom nervig gewesen, so ist der fein. Wir können hier, denke ich, einfach auf den Dark Pulse gehen. An dem sehe ich jetzt momentan relativ wenig Drawback. Er geht in sein Gyarados. Okay. Hat er vielleicht gar kein Setup dabei? Er ist ja auf EQ gerade gegangen. Ich denke, er wird da nicht nochmal drauf gehen. Ich bin trotzdem am Überlegen, Rotom hier reinzuschicken. Aber ich denke, es wäre fast besser, Pharaoh reinzudonnern oder wieder Rotom. Wird er Crunch spielen? Er braucht halt. Ich weiß es nicht. Ich gehe in Kuschelwuschel. Gehe dieses Mal in Pharaoh. Er geht auf Ice Fang. Gut. Alles richtig gemacht. Er kriegt Chip. So. Jetzt würde ich fast sagen, dass Seeds mein bester Play ist. Ja. Ich glaube, die Seeds sind es jetzt. Damit er nicht for free einen Sub bekommt auf Salazzle. Den würde ich ganz gerne vermeiden. Weil der doch ein Ticken nervig ist. Und gerade weil er alles toxicen kann, ist das auch so ein nerviges Pokémon, dieses Salazzle. Geht in Savelli Ground. Ist okay. Das heißt, wir chippen ihn jetzt erstmal schön runter. Zack, Burn. Wir protecten jetzt auch. Klar, wir revealen damit schon mal was weiteres, was im Set ist. Aber hey, das sollte okay sein. Er geht jetzt in Salazzle. Ah, das hat er gut gemacht. Da kann ich nichts gegen sagen. Das hat er leider sehr gut gemacht. Wir müssen in Gastrodon East gehen. Wenn er Sub hat oder Toxic hat, geht er jetzt da drauf. Okay. Wir gehen auf Toxic. Ich sehe da jetzt eher wenig Probleme. Ich würde sogar fast ein Double ziehen. Auf das Gyarados oder potenzielles Vaporeon. Wenn er Protect hat, könnte er das jetzt drücken. Wenn er das hat, drückt er das. Ansonsten geht er raus. Vaporeon kommt. Okay. Wir kriegen Rotom rein. Das heißt, wir kriegen Chip Damage. Das sehe ich eigentlich auch ganz gerne. So ein bisschen Chip schadet nicht. Das war guter Damage. 34%, das ist Fistiff. Das ist Fistiff. Und Kommo kommt rein, würde mit Clenching Scales. Choice Specs. Ne, das sah mir. Das, ich bin mir 100% sicher, dass das Fistiff Damage war. Würden wir 50 bis 59 machen. Mit Pharaoh könnten wir jetzt Rocks rauslegen. Ich glaube, es ist aber fast besser, ihn hier reinzuholen, unser Kommo. Genau, weil er wird wishen. Klar kriegt er jetzt den Scheiß raus. Aber wir sind Specs und Draco könnte hier vielleicht sogar reichen. Draco macht wie viel? 59 bis 70 reicht leider nicht als Clenching Scales der Play. Dann ist der low. Ich glaube nicht, dass er Ice Beam hat. Er hat Scald. Es macht akzeptablen Damage. Kein Burn. Gut. Heißt weiter. Weil ich muss dieses Vaporeon low halten. Ansonsten ist das leider ein großes Problem. Und ein nerviges Problem vor allem. 46. Okay, wir sind in einer ganz, ganz komischen Roll drin. Protected der jetzt? Gucken wir mal. Greift tatsächlich an. Okay, er protected. Wir gehen nochmal auf die Clenching Scales. Weil ich möchte nicht, dass er das auf irgendwen rüberpasst. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber das ist eine komische Roll. Das heißt, er hat doch ein bisschen Speed-Def Investment. Er geht wieder auf Wish. Er muss eigentlich jetzt wieder protecten. Das heißt, ich denke, das ist der Moment, wo ich wechsle in Pharaoh. Und versuche jetzt hier ein bisschen mit Rocks und sowas zu arbeiten. Beziehungsweise Seeds erstmal wieder. Weil er auch wishen könnte. Aber ich glaube, die Rocks sind erstmal besser. Dann sind die auf seiner Seite, nerven ihn. Aber das könnte tatsächlich schwierig werden. Das könnte schwierig werden. So, jetzt muss er halt eigentlich rauswechseln.
weiß nicht genau, wen er hochheilen möchte. Weil momentan, also Celeste könnte es halt sein, dass er das hochheilen will. Aber damit muss ich dann einfach leben. Es sind so viele Monster unglaublich nervig für meine Defensive und meine Offensive ist leider nicht so mega nice. Er geht in den da, okay. Das heißt, er wird geheilt. Wir kriegen Leech Seed. So. Eigentlich, ich bin mir immer noch 100. Also wenn er den Scarf hier blufft, dann spielt er das gut. Aber ich muss jetzt hier momentan noch davon ausgehen, dass er gescarft ist. Das ist so die Sache. Das ist das Problem. Er geht wieder in Vaporeon. Ja, okay. Dann drücke ich jetzt hier einfach mal Power Whip. Einfach um den Damage zu haben. So, Wish kommt. Zack. Und jetzt kann er nämlich eigentlich nicht rauswechseln. Das heißt, ich kann eigentlich hier weiter Power Whip drücken. Also schlussendlich verliert er das Matchup. Das heißt, jetzt wäre die Möglichkeit, glaube ich, Seeds zu drücken. Weil er sieht ja jetzt eigentlich, okay, das Matchup gewinne ich nicht. Könnte auf den Scaldburn gehen. Hier geht nochmal auf Wish. Interessant. Das heißt, er könnte jetzt Scald drücken. Jetzt bin ich am Überlegen. Er könnte auch den Wish passen auf sowas wie Salazzle. Deshalb ist es fast besser, glaube ich, hier zu wechseln. Ich denke, wir machen jetzt mal den Alien X-Spielzug. Weil ich denke, wenn er was hochheilt, dann ist das in dem Moment Salazzle oder Sirfetch'd. Es ist Mew, okay. Mit dem habe ich nicht unbedingt gerechnet. Der ist tatsächlich auch actually echt nervig, weil ich in dem immer wieder raus muss. Dazzling Gleam, aber das macht halt fast nichts. Dann gehe ich jetzt trotzdem auf Taunt. Das ist halt so nervig, dass Mew mich trotz allem immer noch gut trifft. Taunt kommt, Gleam überleben wir. So, und jetzt gibt es ja erstmal eine Runde Rest. Das ist ihm wahrscheinlich auch sehr wohl bewusst. Deshalb wäre es wahrscheinlich besser gewesen, hier anzugreifen. So, Rest kommt. Wir sind wieder schön hochgeheilt. Chastelberry weckt uns direkt wieder auf. Flammenwurf kommt, okay. Wir gehen jetzt, denke ich, auf den Dark Pulse einfach. Ja. Gleam kommt halt wieder, macht halt super viel Damage. Also Mew ist momentan echt ein Problem. Sehr, sehr nerviges. Dann gehen wir jetzt raus in Gastrodon East. Hat der vielleicht kein Healing oder so? Ich weiß es nicht. Jetzt gehen wir auf Toxic. Weil man vielleicht noch. Oh, ich bin doof. Ich habe Energy Ball vergessen. Ah, der trifft halt alles unglaublich gut. Ich habe fast nichts, was da jetzt. Da kommt halt nichts mehr rein. Ich glaube, ich kann fast gar nichts mehr machen. Das Matchup ist halt auch einfach grausam ohne Ende. Shadow Ball überleben wir es. Aber wir können nur mit einem T-Bolt angreifen. Das macht nichts, der ist AV. Der ist halt sowas von AV. Holy shit, ist der AV. Ja, ich glaube, das ist GG. Ich glaube, ich kann da nichts machen. Ich kann jetzt noch hoffen, dass ich vielleicht mit Rest Sleep Talk was ein bisschen an Damage bekomme mit Dark Pulse, aber das ist halt leider einfach grausames Matchup gewesen auch. Beziehungsweise ist es immer noch. Bitte, Taunt hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich hätte gerne wenigstens einen Kill, aber ich weiß nicht, was ich groß hätte anders machen sollen. Okay, den Dark Pulse kriegen wir noch. Dann ist es wahrscheinlich, oder vielleicht mit Glück ist Rotodex schneller oder überlebt den Shadow Ball. Wir können ihn mit Hex rausnehmen. Das wäre noch eine schöne Sache. Shadow Ball kommt. Den leben wir nicht mal mehr. Oh. Oh, das tut so weh. Power Whip. Vielleicht überleben wir den Flammenwurf. Oh, den überleben wir noch. Bitte trifft. Okay, immerhin kein 6-0. Immerhin noch einen Kill. Das finde ich tatsächlich noch ganz schön. Ja, dann hätte ich eher in Pharaoh gehen sollen. Ja, jetzt habe ich es mir. Ja, ich kann halt nichts mehr machen. Brauche ich auch nicht protecten. Bringt halt alles nichts. Das ist GG. Das ist einfach GG. Weil wir sind nicht gescarft, wir können damit nicht mehr gewinnen. Das ist GG. Konnte man. Meiner Meinung nach konnte ich nicht viel machen. Ich fand, das Matchup war echt beschissen. Aber richtig beschissen. Er hatte super viele Antworten teilweise. Ich glaube, mit Rotom hätte ich ein bisschen besser spielen können. Der hätte was machen können. Den einen Surfage-Play hätte man sehen können, da bin ich ganz ehrlich. Aber ansonsten weiß ich nicht. Hätte ich vielleicht offensiver doch rangehen sollen. Und irgendwas versuchen sollen mit Rand nochmal zu machen, weil der halt das meiste outspeedet hätte. Aber. Ja, ich glaube, der Fehler war es einfach mal wieder. Was heißt mal wieder? War es einfach, Durant nicht mitzunehmen. Auch wenn zwei Mons den outspeeden. Weil mit dem wären wir halt einfach besser dagestanden. Offensiv gesehen.
Doof. Ich suche jetzt gerade noch immer nach den großen Fehlern, die ich gemacht habe im Match, aber ich glaube, ich konnte halt nicht allzu viel machen. Also das große Problem war auch, dass das AV Mew war und dementsprechend mein Grimmsnarl nicht so gut war und ich eigentlich eher mit Hazard Stacking Mew gerechnet habe. Das Vaporeon war halt genau das, womit ich gerechnet habe, aber da hatte ich auch nicht die besten Antworten. Sobald ich Bohemian anschippen lasse, geht halt Choice Scarf Surfage komplett durch. Der eskaliert, der dreht komplett am Rad. Das war noch ein Fehler im Teambuilding, muss ich sagen. Dass ich da keinen Scarfer mitgenommen habe, der schneller war. Das hatte ich anfangs geplant und dann doch irgendwie überworfen. Und dann habe ich den doch nicht mehr eingepackt. Das ist ein großer Teambuilding-Fehler gewesen, ja. Dass ich nichts hatte, was Scarf Surfaced outspeedet. Das muss ich mir selber anprangern. Dementsprechend ist es halt auch ein hohes Ergebnis geworden. Da hätte das Teambuilding einen Ticken besser ausfallen sollen. Meiner Meinung nach hätte ich das auch dann nicht gewonnen, weil meine zwei potenziellen Scarfer wären Skelabra und Braviary gewesen. Braviary hätte tatsächlich gar nicht so bad ausgesehen. Also ich hasse mich gerade echt dafür, dass ich den nicht reingenommen habe. Vor allem, weil er Parting Shot auf Silvery Ground gespielt hat und Defiant sich richtig gegönnt hätte. Das bereue ich gerade ein bisschen. Also Braviary hätte ich doch mitnehmen sollen. Shit. Ich dachte mir, Komao sieht fast noch besser aus, weil der mit Drachen-Moves immer neutral trifft. Ja, ich schieb's zum Großteil aufs Teambuilding und dann konnte Felix das halt einfach runterspielen. Also von dem her. Da war das Teambuilding leider relativ. Es war nicht mal Durchschnitt, es war ja schlecht, das Teambuilding, ja. Da muss ich den Fehler definitiv dort suchen. Also da waren ja keine Hacks in irgendeiner Form dabei. Also kann ich mich da jetzt nicht so groß beschweren. Ich frage mich immer noch, was genau das Gyarados-Set ist. Ich frage mich auch gerade, wofür er Eiszahn gespielt hat. Wahrscheinlich Kommo, aber es macht doch gar nicht so viel Damage. Naja, das soll es auf jeden Fall für diesen Spieltag gewesen sein. Wir sind halt leider immer noch nicht sicher in den Playoffs. Wir müssen noch gegen Ele und Bene. Beides keine einfachen Kämpfe. Der gegen Belex war auch nicht einfach. Der gegen Bene wird nicht einfach. Ich glaube, gegen Ele ist das Matchup eher durchwachsen. Also da einfach jetzt hoffentlich von meiner Seite kein verschissenes Teambuilding. Und dann sieht das Ganze besser aus. Wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dann. Und